Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Tag 1 meiner Follow-My-Week-Reihe und ich bin gerade aufgestanden und mache es erstmal ein bisschen hell in der Wohnung. So. Ja, diese Woche steht, glaube ich, gar nicht so was mega Besonderes an. Das ist meine erste Woche, in der ich eben frei habe. Mein freies soziales Jahr ist beendet und deswegen dachte ich mir, nehme ich euch einfach mal ein bisschen mit. Und ja, heute werde ich gleich erstmal zum Zahnarzt fahren. Ich habe da einen Termin und dann sollte ich mit gewünschen, nicht da rein zu gucken, sondern sollte da rein gucken. So, machen wir es so. Ja, ich fahre gleich zum Zahnarzt und habe da meinen Termin und danach werde ich ins Reitsportgeschäft fahren. Gucken, ob die neue Eskadron-Kollektion schon draußen ist. Vielleicht dann ein, zwei Teile kaufen. Und dann werde ich auf jeden Fall noch reiten heute. Das war es schon fast. So viel Spannendes ist tatsächlich gar nicht bei mir los. Naja, ich ziehe mich jetzt erstmal um und mache mich fertig, dass ich gleich losgehen kann. Und ja, ich bin gespannt auf dieses Projekt und hoffe, es gefällt euch. Sonst fertig im Bad und ich habe jetzt aber noch eine halbe Stunde Zeit oder 20 Minuten, bevor ich losfahren muss und deswegen setze ich mich einfach noch ein bisschen auf den PC, glaube ich. Ja, hier sieht es auch ein bisschen aus wie Sau. Da ist das Futter für den Robinio später. Ja, ein bisschen schlimm, also ja, ich weiß auch nicht. Es sieht irgendwie nicht so lecker aus, wie es anscheinend ist. Der Robinio steht da irgendwie voll drauf. Aber ist ja auch süß, ne? Das macht ja einiges aus. So, ich mache mir hier einfach die Küchentür zu. Damit ich meinen Freund nicht so nerv heute Morgen. So, was wollte ich tun? Ich wollte mir ein Saft holen. Oh, wir haben noch Kinderschokolade. Ein letzten Riegel. Später vielleicht. So. Das ist ganz schön anstrengend für den Arm. Ich werde mich jetzt an den PC setzen und mir so ein paar Notizen machen über meinen Blog, also über den Blog. Ja, jetzt im September, wo ich ja die 4 Wochen zwischen Uni und sozialem Jahr frei habe, habe ich einiges geplant für den Blog. Unter anderem eben auch, dass ich ein paar von euch besuchen komme und ich hoffe, dass ich vielleicht dieses Wochenende oder diese Woche schon starten kann. ich schau mal. Also ich werde auf dem Laufenden halten. Natürlich werde ich die, die ich gerne besuchen möchte, auch anschreiben, sonst funktioniert das ja so nicht. Aber wenn ihr auch Lust habt, dass ich euch vielleicht besuchen komme, dann schreibt mir doch einfach auf Instagram oder Facebook oder per E-Mail, warum ich euch besuchen kommen soll, wo ihr wohnt. Und dann sehen wir uns vielleicht bald. Jetzt werde ich erstmal den PC anschmeißen, meinen Saft trinken und ein bisschen arbeiten. So. Wir suchen jetzt irgendwas Schönes bei YouTube, was man so hören kann. Im Hintergrund. Und was es so Neues gibt auf YouTube, ist auch immer interessant zu wissen. So. Oh, der neue, das ist der neue, weiß ich nicht, Werbespot, Werbung für die Eskadron-Kollektion. Ja, die muss ich mir mal angucken, ne? Ich überlege ja auch, ob ich jetzt nochmal Schabracke und Bandagen kaufe oder ob ich mir vielleicht Schabracke und Gamaschen hole, weil soweit ich das mitbekommen habe, gibt es von der Orchid Mauve
wie man es auch immer ausspricht, auch gemacht dieses Mal. Ja, bin mir noch nicht ganz schlüssig. Die sind schon schön. Ja, der Werbespot ist ganz gut geworden. So, aber jetzt wollen wir wirklich mal ein bisschen was Produktives machen. Noch einmal in die Abo-Box gucken. Da gibt es nichts Neues, das kennt ihr alle schon. Das ist alles von gestern. Dann werfe ich jetzt ein bisschen Musik an und arbeite ein wenig. Ich melde mich zurück, sobald ich wieder etwas Spannenderes mache. Er stellt mich nicht scharf. Jetzt. Nachdem ich eben viel zu viel Zeit hatte, bin ich jetzt wie immer spät dran. Ja. Wenn ich erstmal anfange, irgendwas mit dem Job zu machen am PC, dann sage ich da einfach meistens. Deswegen packe ich jetzt schnell all mein Zeug zusammen. Ich weiß gerade gar nicht, was ich für eine Tasche mitnehme. Nehmen wir mal die große. Und dann geht's los. Hältst du? Naja, besser schief als gar nicht, ne? Schauen wir doch mal einmal hier rein, was ich hier alles drin habe. Ich glaube, ich habe alles. Ich habe mein iPad, meinen Terminkalender. Ich habe keine Stifte. Oder keinen Kuli. Sagen wir es so. Meine Mutter wird auch schon dran sein. Aber ich glaube, sie merkt, dass ich spät dran bin. Das war's. Handy, Schlüssel, Geld. Zeug. Auf. Ich muss echt los. Schlüssel. So, das ist Foxy. Du bleibst aber hier. Schuhe. Schuhe. Das ist gar nicht so einfach. Also was zu machen, wenn man in der rechten Hand den Schlüssel hat und in der linken Hand die Kamera. So. Ja. Ja. Hä? Ja. Das Wetter ist so schön. Ich freue mich schon, dass ich gleich reiten gehen kann. Oder was ist gleich? Am heute Nachmittag. So. Ich hoffe, ich habe irgendwie schon wieder das Gefühl, ich hätte irgendwas vergessen. Ja, schief ist heute das neue Gerade, glaube ich. So, Schlüssel ins Auto. Ich bin echt viel zu spät. Ich gucke das nochmal nach. Terminkalender, iPad, Handy, Schlüssel, Geld, Kuli, Stativ, Handytasche, Kameratasche. Dann geht's los. Ich fahre zum Zahnarzt. Ich denke, da muss ich euch nicht filmen, aber wenn ich ins Reitsportgeschäft fahre, nehme ich euch wieder mit. Bis später. Es hat doch länger gedauert, als ich gedacht habe. Jetzt stehe ich schon vor dem Reitladen und wir werden erstmal reingehen. Ich werde jetzt erstmal reingehen. Ich tue mir immer noch so ein bisschen schwer mit dem Vloggen, weil ich mir manchmal wirklich unendlich dämlich vorkomme, wenn ich durch die Gegend laufe und in der Öffentlichkeit mit meinem Handy, würde ich sagen, mit meiner Kamera rede. Deswegen werde ich erstmal gucken, was da drin so los ist, wie viel da drin so los ist. Und dann werde ich euch wieder mitnehmen. So. Ah ja, geil, Sonne. Wir gehen da jetzt mal rein. Ich glaube, es sieht relativ leer aus. Baby, you can't deny. We've got this chemistry. I don't care what they say, baby, I ain't got.
wanna turn away. I know you ain't got a heart of gold, but I still gotta stay close to you. Ich hab ein bisschen was aus dem Laden gezeigt. Meine Lieblingsecke, Escadron. Die neue Kollektion haben sie leider noch nicht. Die soll wohl Mitte September dann kommen. Ja. Dann fahre ich jetzt erstmal wieder nach Hause und komme hier später nochmal hin. Weil auch die Chefin leider nicht da war gerade. Mit der muss ich später reden. Weil wir da einige coole Dinge geplant haben. Und ja, ich freue mich darauf, wenn ich euch endlich was dazu sagen kann. Weil ich glaube, es wird verdammt cool. Und ja, ich freue mich einfach darauf, wenn ich das mit euch teilen kann. Das war mein Radio. Und ja, ich werde später hier nochmal hinfahren. Gegen Nachmittag, irgendwie 3 Uhr oder so. Und jetzt werde ich erstmal nochmal nach Hause. Und zu Hause werde ich dann... vielleicht mal gucken, ob ich meinen Fernseher wieder zum Laufen kriege, weil seit da irgendwas umgestellt wurde, kann ich keinen Fernseher mehr gucken und gucke nur noch Netflix. Aber meine Serie, die ich gerne gucke, war dann gestern auch zu Ende. Ja, ihr seht, so ein Tag bei mir ist irgendwie gar nicht so spannend. Ich habe auch einfach heute echt mal nichts weiter zu tun, außer dann später hier nochmal hinfahren und ein paar Dinge bequatschen, reiten. Ja, das war es auch schon. Aufräumen muss ich zu Hause, aber das ist ja irgendwie auch nicht spannend. Und ich hoffe, meine Kamera bleibt jetzt da oben so liegen, wie sie da liegt. So, dann kann ich nämlich weiter mit euch quatschen. Ah! Sie blieb natürlich nicht da liegen, wo sie lag. So, wackelt zwar ein bisschen, aber... ganz viel Glück hält es nicht. Manu, wie machen das denn alle anderen? Wie ihr seht, ich glaube, Vloggen muss ich einfach echt noch ein bisschen üben. Ich finde es wahnsinnig umständlich alles. Und ich bin dauernd überbelichtet. Ja, ich werde heute mit Robinho, glaube ich, auf jeden Fall ein bisschen Dressur reiten. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt nur in die Halle gehe oder auf den Platz. Oder ob ich auch ein bisschen ausreiten gehe, weil das Wetter ist echt schön heute. Auf jeden Fall werde ich mir einfach mal Zeit lassen. Und... genau. Ja. Ansonsten habe ich echt nichts vor. Nichts Fertiges heute. So, so, so. Mir ist heute Morgen allerdings aufgefallen, also das habe ich nicht gefilmt, weil ich noch im Bett lag, als mir das aufgefallen ist. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich einfach viel öfter in meine Instagram-Nachrichten gucken sollte, weil da so oft Nachrichten von euch sind, die ich einfach erst ein paar Tage später bemerke, weil ich da nicht täglich reingucke. Es tut mir leid, wenn ihr dabei seid und ich euch nicht sofort geantwortet habe. Das liegt einfach daran, dass ich da nie reingehe. Es ist absolut nicht böse gemeint und ich gelobe Besserung und werde da jetzt jeden Morgen reingucken. Und ich habe Hunger. Ich habe wirklich Hunger. Hole ich mir jetzt ein Brötchen oder esse ich was Warmes? Ich glaube, ich hole mir ein Brötchen. Ich bin nämlich gerade zufällig hier am Bäcker und er sieht sehr leer aus und deswegen werde ich jetzt hier einfach rechts ranfahren und mir ein Brötchen kaufen. So, ich habe jetzt hier meine Brötchen. Ich musste beim Amerikaner irgendwie zuschlagen. Ich hatte gerade so Bock auf Amerikaner. So. Und es war total lustig, weil ich habe nämlich in der Bäckerei, wo ich gerade war, mal gearbeitet und ich finde es immer total schön, wenn ich dann so alte Arbeitskollegen wiedersehe und man sich erkennt oder eben auch nicht. Weil ich hatte damals, als ich hier gearbeitet habe, natürlich auch noch keine Dreads, keine Piercings, keine Tattoos. Und meine Kollegin oder Ex-Kollegin sagte gerade so, ich habe dich fast nicht erkannt. Ich so, ja, es hat sich ein bisschen was verändert. Ja, nee, das war ganz lustig. Schön, schön. So. Ich bin mal gespannt, ob mein Freund gleich schon wach ist. Ja.
Wir haben 12.22 Uhr. Ich könnte Glück haben. Genau. Über meinen Freund hört ihr immer relativ wenig. Das mache ich mit Absicht, weil er, also ich habe ja so einen Reitsport- und Lifestyle-Blog, aber ich weiß nicht, ich möchte ihn da eigentlich so weit es geht raushalten, einfach um ihm so ein bisschen Privatsphäre zu geben und unter anderem eben auch, ja, weil ich auch so ein bisschen was für mich, für uns haben möchte, weil ich ansonsten wirklich alles mit euch teile. Ne? Ich habe ja auch wirklich keinen privaten Instagram-Account, sondern nur den von meinem Blog. Ich muss einmal die Kamera vom Abschluss retten. Was ich auch vollkommen in Ordnung finde, finde ich gut so. Aber ja, so ein bisschen Privatsphäre muss sein. Schön. Schön, schön. Finde ich Vloggen ja echt ein bisschen komisch. Auf der anderen Seite muss ich gestehen, ich rede ja schon ganz gerne mal, ne? Das ist immer so, wenn man so allein im Auto sitzt, ja, wem erzähle ich denn dann was? Niemandem. Meistens schweige ich. Okay, meistens, also oft erzähle ich Foxy dann irgendwas, die ist aber jetzt gerade gar nicht dabei, weil ich ja zum Zahnarzt wollte. Oh, jetzt kann ich mit der Kamera reden. Das ist schon ganz angenehm. Doch, schon ganz angenehm. Ja, ich kann euch ja schon mal sagen, was wir so die ganze Woche über so vorhaben, wo ich euch so mitnehmen kann. Also ich nehme euch auf jeden Fall jeden Tag mit ins Stall. Und ja, wir sind jetzt gerade im Gelände gelandet. Ich habe euch nichts vom Fertigmachen gefilmt, weil es einfach viel zu voll war und ich nicht so die Ruhe bekommen habe. Aber ich gehe jetzt hier gerade noch eine Runde Schritt mit Robinho, Foxy und der lieben Antje. Möchtest du auch ins Bild? Ja. Hallo! Sie kann traben, wenn wir Schritt gehen. Das ist, glaube ich, ein schlechtes Zeichen. Das ist der Balu. Der ist natürlich auch ein bisschen kleiner als Robinho. Ich bremse mal. Genau, ja. Und jetzt gehen wir hier gerade noch schön so im Sonnenuntergang schon fast. Ja, und dann geht's gleich nach Hause. Aufs Sofa. Und dann gucke ich irgendeinen schönen Film mit meinem Freund. Mal schauen. Also ich denke, dass es so laufen wird. Oh, ein Hund. Ja, was soll ich sagen? Ich hatte den ganzen Tag eigentlich gefilmt, habe vom Stall gefilmt, habe die Hunde beim Spielen gefilmt, habe, ja, auf jeden Fall mehr gefilmt, als ich euch zeigen konnte. Ich habe jetzt, als ich dann die ganzen Streams oder die ganzen Videos auf den PC laden wollte, habe ich gemerkt, dass mir eben echt die Hälfte fehlt. Also ich bin ja echt nur aus dem Reitsportgeschäft gekommen, dann habe ich mich aber am PC gesetzt, bin dann nochmal hingefahren, bin zum Pferd gefahren, das habe ich euch alles gefilmt. Ich weiß nicht, woran es jetzt liegt, dass es nicht geklappt hat, aber ja, ärgerlich. Ich hoffe, dass es jetzt dann besser läuft. Ja, aber ich habe euch ja noch das Video vom Ausritt reingemacht und viel mehr war dann auch nicht, aber es ärgert mich ja trotzdem mega, dass die Kamera da nicht mehr gefilmt hat. Ich werde auch schauen, wie es jetzt weitergeht, ob ich dann vielleicht das Follow-My-Week mit dem Handy filme. Das geht ja auch ganz gut. Es ärgert mich auf jeden Fall, es war so viel Arbeit und ich habe mir so viel Mühe gegeben und es hat einfach nicht gespeichert. Scheiß Technik. Ja. Naja gut, auf jeden Fall kann ich nur sagen, dass ich nach dem Stall das Ende gefilmt habe und ich habe euch einen schönen Abend gewünscht. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich um die Uhrzeit schon fast schlafe. Wir haben jetzt fast 9:30 Uhr und ich muss noch duschen und dann gucken wir noch einen Film und dann gehe ich aber wirklich ins Bett. Ja, und ich hoffe, dass die Technik morgen wieder besser funktioniert. Das ist echt ärgerlich. Bis dann!